Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei der Aufgabe 05. Das letzte Mal war ich ja wieder so richtig verwirrt und habe ein kleines Detail übersehen. Aber wir haben es eigentlich geschafft. Und nun bei der Aufgabe 05. Die einfach mal noch viel schlimmer aussieht. Grün braucht man für diese Wand. Mit Grün fährt man hier durch. Hier gibt's Weiß. Dieser Block hier ist auch weiß. Dort ist rot. Mit Weiß kommt man da durch. Hier braucht man rot. Und dort hinten dann grün. Ne, grün bekommt man. Ja, auch wieder eine Erinnerung. Krankenhausabrechnung, current charges, previous bill, diagnostic radiology, pharmacy laboratory. $16,581. Sehr geehrter Herr, mit diesem Brief bestätigen wir Ihnen Ihren Termin für Robin im Ocean View am 2.3.2020. Bitte erscheinen Sie zur Anmeldung eine halbe Stunde früher. Unser Haus befindet sich am südwestlichen Ende der Minerva Street, gegenüber dem Park. Sollten Sie Fragen haben oder zu diesem Termin verhindert sein, rufen Sie uns bitte an. Mit diesem Schreiben bestätigen wir, wie bereits besprochen, Ihren neuen Überziehungsrahmen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihren Kreditrahmen auf $9,000 angehoben haben. Henry Williams Bank, Head Office, Sacramento. Okay, sehr hohe Arztrechnungen. Sehr geehrter Herr, wir gehen davon aus, dass Sie die nicht schlüssigen, aber durchaus besorgniserregenden Untersuchungsergebnisse bezüglich Ihres Sohnes Robin inzwischen zur Kenntnis genommen haben. Wir würden Robin gerne zu weiteren Untersuchungen einladen. Wir möchten betonen, dass es derzeit keinen Grund zur übermäßigen Sorge gibt und werden die Symptomatik weiter einkreisen, bevor wir definitive Schlüsse ziehen. Okay, Robin ist krank. Schwer krank offensichtlich. Das wird jetzt doof, mit Weiß fällt man ja dort durch. Hier oben gibt es einen weißen Block. Hier braucht man also Rot. Um dann auch dort durchzukommen. Und Rot bekommen wir hier. Mit Rot kommen wir auch hier durch. Dann färben wir mal Grün, weil Weiß bekommen wir fast überall. Warte. Rot müssen wir den einfärben. Und der Block muss grün sein. Okay, ich sehe die Problematik. Wir müssen mit Grün irgendwie nach da oben kommen. Okay, ich sehe die Problematik dann doch wohl nicht. Da ist... Warte. Glaube ich schon geschafft haben. Kann das... War das jetzt ein Fehler? Sch...
Scheiße. Ich glaube, ich habe soeben die Aufgabe zerstört. Denn hier brauchen wir Rot. Und Rot ist jetzt da oben. Wo ich nicht hinkomme. Gut, Aufgabe wiederholen. Oh Mann. Den dürfen wir nicht rot einfärben. Mit Rot kommen wir hier durch. So müsste es gehen. Den anderen können wir dort oben rot einfärben. Oh nee, Mann, ich bin einfach doof. Welche ist jetzt rot eingefärbt? Nee, ich brauche ja weiß. Hier rot, rot, rot. Mit grün kommen wir nicht drüber. So. Jetzt aber. Denn dort drüben können wir einfärben mit grün. Aber wir brauchen ja noch rot. Brauchen wir rot? Ne, wir brauchen den grünen. Weiß-grün. So, geschafft. Gut. 205 abgeschlossen, jetzt kommt 206. Und dann noch vier weitere Aufgaben. Alter Schwede. Okay. Da ist der Ausgang. Der muss rot sein, der rot-weiß. Und wir brauchen Rot zum Anfangen. Hier haben wir Rot. Okay, wait. Wie soll das jetzt funktionieren? Nee. Kommen wir mit Grün überall durch? Eben nicht, oder? Nee. Wer weiß auch nicht. Wofür haben wir den grünen Block? Leuchtet da noch ein roter? Ah. Okay, ich sehe. Schon. Wie das hier gedacht ist. Okay, warte, ich möchte nochmal von oben schauen. Also rot, weiß, rot. Weiß, rot. Einer ist zu viel eingefärbt. Aber wenn wir ja den tauschen, soll das eigentlich doch gehen. Nee, eben nicht. Ja, dann habe ich wohl wieder einen Fehler gemacht. Ja, dann habe ich jetzt noch einen größeren Fehler gemacht. Jetzt haben wir alles nur noch rote.
Also rot, weiß, rot, weiß. Rot, weiß, rot, weiß. Rot. Nee. Also doch. Rot, weiß, rot, weiß, rot, weiß, rot. Ich glaube, so soll es gehen eigentlich. Okay, gut. Doch nicht so schwer wie gedacht. 206 abgeschlossen. 207 kommt jetzt. Synchronisierung. Okay, grün. Oh no. Noch mehr Sachen. Sehr geehrte Eltern, leider hat sich Robins Anwesenheit im Schulunterricht seit meinem letzten Schreiben nicht wesentlich verbessert. Mir ist bewusst, dass Sie als Familie gerade eine schwierige Zeit durchmachen. Dennoch ist es nun meine gesetzliche Pflicht, die Einbeziehung eines Sozialarbeiters anzufordern, der Sie bezüglich eines Termines in den nächsten Tagen kontaktieren wird. Etwas, was man gar nicht gerne liest. Mit diesem Schreiben bestätigen wir, wie bereits besprochen, Ihren neuen Überziehungsrahmen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihren Kreditrahmen auf $10,000 angehoben haben. Scheint wohl so in die Schuldenfalle zu gehen. San Bernardo Medical Center. Sie haben einen Termin in der Genklinik im Ärztezentrum San Bernardo. Mein Name ist Rayman. Dieser Name. Rayman. Als Koordinator für neue Patienten in unserer Genklinik werde ich Ihnen helfen, sich auf Ihren ersten Besuch bei uns vorzubereiten. Sofern Sie Ihren Termin verschieben oder absagen müssen, setzen Sie uns darüber bitte spätestens 24 Stunden vorher unter der oben angegebenen Rufnummer in Kenntnis. Bitte planen Sie für Ihren ersten Termin bei uns 2 bis 4 Stunden Zeit ein. Rayman. Rayman. Alter, dieser Name. Rayman. Okay, den müssen wir grün einfärben. Das sehe ich jetzt schon mal. Aber wir brauchen auch grün hier drüben. Wahrscheinlich müssen wir zuerst die hier alle einfärben. Okay, dort kommt man gar nicht dran. Oder doch irgendwie wieder. Ganz komisch. Auf eine Art und Weise. Okay, ich sehe schon, der muss rot sein. Der muss auch rot sein. Okay, hier wird wieder... Scheiße. Schon verkackt. Der überschreibt ja die Farben. Aber wir brauchen ja den grünen Block, um hier durchzukommen. Deswegen müssen wir hier grün deponieren. Rot, weiß. Gehe ich mal kurz schauen. So, rot brauchen wir schon mal einmal auf Save. Und der muss rot sein. Damit wir hier durchkommen. Der ist weiß. Der muss auch wieder rot sein. Der letzte. Langsam artet das Spiel wirklich in einem sehr großen, bedenklichen Rätsel ab.
Wenn wir den grün färben. Nee, geht ja nicht. Wir brauchen. Den müssen wir rot färben. Weil der ist ja scheißegal. Den färben wir rot. Dann können wir mit grün wieder hier durch. Für was brauchen wir? Und hier brauchen wir grün. Dann können wir hier den roten nehmen. Hier wieder auf weiß wechseln. Hier auf rot. Hier auf weiß. Hier wieder rot. Und dann hier auf grün. Und dann haben wir es geschafft. Läuft. 207 abgeschlossen. Okay, warte, wir haben hier zweimal rot. Ich färbe den mal sicherheitsweise rot. Mit rot kommen wir auch bei grün rüber, oder? Hier haben wir weiß. Den können wir wahrscheinlich von dort drüben sehen. Und wir brauchen hier wieder jede Menge Stuff. Der muss rot sein. Wir brauchen einen grünen. Der ist weiß. Wahrscheinlich gibt's irgendwo wieder. Okay, wir brauchen rot. Um dort durchzukommen. Okay, grün produzieren wir hier unendlich. Okay, nehme ich den jetzt. Ist das schlau? Ich habe keine Ahnung. Werden wir gleich sehen, ob es so schlau ist oder schlau gewesen war. Den deponiere ich mal hier. Okay, grün brauchen wir auf jeden Fall einmal und auch ein zweites Mal. Und hier müssen wir rot haben. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht beim ersten Try. Nur darf ich es jetzt nicht. Hä? Ach so, ich bin doof. Ja. Ist ja nichts Neues. Okay, grün. Dann rot. Dann grün. Und hier rot. Ich glaube, ich habe es geschafft. Grün, rot, grün, rot. Nice, geschafft. Ich bin gerade selber überrascht. Aber gut. 2 von 8 abgeschlossen. 2 von 9 kommt gleich. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich die Aufgabe 2 von 9 an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von The Spectrum Retreat. Bis dann. Ciao.